Willkommen in unserer zweiten Season F1-24 Audi-Karriere. Wir sind heute in Jeddah angekommen. Was soll ich sagen? Ich liebe diese Strecke. Auch wenn wir vermutlich heute eher um P20 kämpfen, statt um den ersten Platz, würde ich mich trotzdem freuen, wenn es ein paar Punkte am Ende geben würde. Jeddah ist wirklich eine coole Strecke und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei. Guckt gerne um rechts vorbei, falls ihr die erste Season verpasst habt oder auch das erste Video unserer zweiten Season. Die Playlist ist oben verlinkt. Wir haben 3 DRS-Zonen, 27 Kurven und ja, den schnellsten Startkurs im Formel 1 Kalender. Abonniert gern kostenlos den Channel, schaut auch gerne auf Insta und auf TikTok vorbei und wir starten hier rein in meine finale Qualifying-Runde. Vor uns fährt ein Kick Sauber, der uns so ein bisschen hier Tow spenden soll. Da gönnen wir uns mal eine Verwarnung in Turn 1, aber wir wissen ja, es gibt E3 oder noch mehr, keine Ahnung. Ich habe die noch nie ausgelotet, egal. Wir gehen also hier mal rein, leichter DJ mit der Mauer und wir sehen schon, das Auto ist nicht im Einklang mit der Strecke. Also ich habe Traktionskontrolle auf Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen, KI auf 98 und Guan Yu Zhou, der blockiert uns jetzt schon hier. Das war natürlich so nicht geplant. Ich hoffe natürlich, dass das ein bisschen sich ändern wird. Ja, ich kann hier auch nicht reingehen, das wäre natürlich ganz, ganz dumm. Da verlieren wir noch mehr Zeit, weil ich da probiere, außen mehr Schwung mitzunehmen. Aber hier mache ich dann ein bisschen mehr Zeit gut. 300, fast 4 Zehntel, das ist, yes, man, jetzt sogar über 4 Zehntel. Ah, hier die Kurve vertan. Das kostet eine Zehntel. Jetzt soll uns Guan Yu Zhou so ein bisschen durch diesen schnellen Sektor ziehen. Und das funktioniert auch, wirklich. Guck dich das mal an, fast 5 Zehntel jetzt hier. Jetzt kommt diese Zickzack-Kurve, guter Eingang und auch der Ausgang. Sehr, sehr toll, Zeit gewonnen. 5 Zehntel sind wir hier. Und ich hoffe natürlich, dass das auch im Endresultat ein bisschen was bringt. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Und warum verliere ich? Achso, ich habe kein ERS mehr. Das ERS ein bisschen dumm gemanagt. Aus der letzten Kurve raus hoffe ich, dass ich wenigstens ein bisschen Zeit hier dank Guan Yu Zhou noch gut machen kann. Also es sind nur 3 Zehntel. Schauen wir mal, wo das am Ende landen wird. Heute schade, nicht raus muss. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Sergio Perez. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Norris, Leclerc, Hamilton, Sainz, Ocon, Daruvala, Gasly, Stroll, Theo Pourchaire, Tsunoda, Ricardo, Joe, Albon, Bottas, Sargent, der Professor und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Neben mir in der Kommentatorenkabine sitzt mein alter Freund Stefan Römer. Ich weiß, was wir vor dem Start des Rennens machen, aber wie... Hier sind wir also im Starting Grid. Das ist leider, leider, leider nur P17 geworden. Das ist echt weit hinten und ich habe mir... 21, sorry, sogar nur 21. Also da habe ich mir echt mehr ausgemalt. Ich weiß natürlich, dass im Mittelsektor mindestens noch 3 Zehntel gelegen wären, aber das ist dann echt schon eine riesen Klatsche, wenn du das nimmst und das, ja... Widerspiegeln dann auch wieder meine Erwartungen vom Anfang des Videos. Schaut auch gerne, wie gesagt, auf Social Media vorbei. Und meine Strategie wird halt auf jeden Fall sein, mit dem Strom zu schwimmen, weil noch eine andere Strategie zu wählen, die noch gewagter wäre, ähnlich wie in Bahrain, das würde vermutlich noch mehr Rennen kosten, als es mir bringen würde. Hier sind wir also nun im Starting Grid. Wir starten mit Rot und werden dann hoffentlich auf Gelb gehen können. Jetzt geht's los. Zweites Rennen in unserer zweiten Season. Lights out and away we go, Leute. Wir kommen hier eigentlich okay vom Fleck weg, ähnlich schnell wie die beiden Williams und da starte ich wirklich auch das erste Mal neben meinem Teamkollegen. Ich hoffe, das wird sich nicht oft wiederholen, aber ja, das Qualifying in Jeddah fühlte sich auch nicht optimal an. Ich weiß natürlich, da wäre einiges gegangen. Da halten wir mal drauf und das funktioniert. Der Mut wird belohnt, P17, na, da kommt der Daniel noch einmal, nein, ist das, ja, das ist Daniel, da kommt Daniel Ricciardo noch einmal und da sehen wir schon einmal, dass ein Lance, das ist so unfahrbar, diese Strecke ist eigentlich so geil, aber das Auto ist so zickig. Ich verstehe einfach nicht, was sich hier geändert hat. Letzte Season waren wir langsam, aber jetzt sind wir einfach nur mehr zickig. Das war sehr dirty, das war echt auch spät von mir gebremst hier gegen Guan Yu Zhou. Aber gegen den hatte ich auch noch eine Rechnung nach dem Qualifying hier. Jetzt geht es in die Zickzack-Kurve und ja, Lance Stroll, der
macht hier so ein bisschen den Lokführer mit Tsunoda, Boucher, keine Ahnung, wer da noch vorne fährt. Ist es auch noch Leclerc vielleicht? Ich weiß nicht genau. Also es ist auf jeden Fall viel hier, viel Getummel hier und der lässt auch ordentlich abreißen. Ich weiß nicht genau, was sein Plan ist. Ah, Daruvala ist der Übeltäter. Daruvala ist der erste von dieser Kampfgruppe. Es ist nicht Stroll. Und wir saugen uns hier langsam an Yuki Tsunoda dran und gehen in der letzten Kurve jetzt auch hier neben ihn. Kann das reichen? Ja, das reicht doch, oder? Ja, spät eingelenkt. Auch gut, viel Platz gelassen. Und da wird es auch ganz eng mit der Mauer. Wir gucken uns noch einmal hier die Start-Replay an. Doppel-Pole-Position erneut für das Red Bull-Team. Ja, das ist dann natürlich eine Machtdemonstration, was uns hier die Bullen bieten. In die erste Kurve ganz mutig gehen wir hier rein. Und dann geht es auch hier Richtung Turn 2. Außen probiere ich es, das funktioniert aber nicht ganz. Und jetzt wird es dann ganz interessant. Denn in dieser engen Kurve gehen wir all in. Halten hier drauf. Ja, es kommt zur leichten Berührung mit Daniel Ricciardo. Aber man muss auch sagen, das ist alles noch fair, würde ich fast sagen. Also würde ich echt sagen. Denn er ist ja auch mal kurz vorbeigefahren. Hier waren wir dann neben der Strecke. Aber es kostet auch nicht viel Zeit. Es geht hier in die erste Kurve rein. Und Leute, guckt euch das mal an. Links mehr geschnitten, rechts mehr geschnitten. Und da geht es an Theo Boucher vorbei. Das ist bereits P14. Und unser 7. Platz, den wir hier aufgeholt haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, P21 war mein Startplatz. Ich denke auch, dass wenn es ohne Komplikationen verläuft, sprich also Safety Car, Force C, Red Flag, dass wir vermutlich wenig Chance haben werden. Hier Richtung Turn 1 gehen wir rein und da probieren wir es mit dem gleichen Trick erneut, schneiden die Kurve ein bisschen mehr und gehen auch an Daruvala vorbei. Vorbei, Leute. Wir übernehmen also auch hier den 13. Platz und das Auto fängt jetzt schon an zu rutschen. Das in der 3. Runde. Also das ist wirklich eine ekelhafte Sache, die sich hier abspielt. Und ja, dann nehmen wir die Verwarnung mit. Die Kurve hätte ich nie im Leben mehr da lenkt. Und wir sind jetzt ganz knapp hinter Lance Stroll. Ich verstehe aber auch nicht, warum Pierre Gasly so weit abreißen hat lassen können. Oder warum sich das generell hier so... Wir sind in der 3. Runde und die haben schon so weit abreißen lassen. Also gegen Lance Stroll wird es jetzt knapp werden. Jetzt gehen beide, die ich so geil überholt habe, wieder an mir vorbei. Ich probiere hier innen die Kurve zu schneiden und reicht es hier, um beide wieder zu überholen? Ja, man, ist da noch einer links oder ist der einfach nur so asozial? War da noch einer links? Das müssen wir uns dann in der Replay gucken, denn das war echt asozial, Theo Boucher. Ich weiß nicht genau, was dein Plan war, aber das ist einfach nur Kacke gewesen. Wir bleiben hier auf dem 13. Platz kämpfen wie ein Löwe, aber ja, das Auto gibt halt wirklich nicht viel hier im heutigen Rennen. Wir sehen auch, unser Teamkollege hat ähnliche Probleme. Wir sind in der 5. Runde und hier Boucher und Daruvala sind heute, glaube ich, meine engsten Gefährten. Beide ziehen hier wieder erneut an mir vorbei. Wir kriegen den Double Slipstream. Wird das reichen, um uns hier vor die beiden zu setzen? Jetzt geht's rein Richtung Turn 1. Ja, ich war hier zu spät auf der Bremse, kann mich immerhin noch gegen Boucher retten, aber Daruvala zieht auch hier davon. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, aber ich denke mal, dann können wir wenigstens mal ein bisschen das DRS-Spender nutzen, falls der jetzt nicht unnormal schnell da jetzt direkt von uns davon fährt. Jetzt gehen wir mal hier in die 5. Runde und da war es ein enger Fight zwischen gleich 6 Autos, während wir hier uns da probieren durchzusetzen. Double Slipstream von den Ferrari-Piloten, nein, das ist ja Boucher und dann Daruvala, aber hier, ja, war ich ein bisschen zu spät drin, zu engagiert, gehe dann ein bisschen in die Berührung rein mit Daruvala, geht aber glücklicherweise alles gut, keiner holte so einen großen Schaden und jetzt entscheiden wir uns früh für den Boxenstopp, 7. Runde und wir gehen an die Box, Leute. Ich hoffe, dass das keine blöde Entscheidung war, aber wir müssen es wagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Leute. Und jetzt kommt wieder so ein Handbuchspruch. Nein, jetzt geben wir... Boah, der lenkt so komisch ein, das ist wirklich weird. Lando Norris ist also sehr schnell ausgeschieden. Das tut mir aber leid für ihn. Und das Gute ist, er war vor uns. Also, das ist natürlich ein Platzgewinn. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt durch diesen frühen Stop auch ein bisschen was gewinnen. Es ist eigentlich wieder High Risk, weil mit gelben Reifen 10 und den Rest von dieser Runde zu fahren... Das ist schon riskant, aber ich muss solche Risiken eingehen. Ich weiß auch, dass das Auto punkt der Reifenverschleiß jetzt ein bisschen besser geworden ist, also im vergangenen Jahr.
Und jetzt haben wir Daniel Ricciardo, der direkt hinter uns rausgekommen ist. Und Daruvala ist auch an der Box, der schießt jetzt hier an der linken Seite vorbei. Aber da können wir gerade noch so vorne bleiben. Wir bleiben also auf den 12. Platz durch den Ausfall von Lando Norris, einen Platz gewonnen. Aber Lance Stroll, der ist jetzt wirklich unaufhaltsam. Über 5 Sekunden ist er da vorne weg. Und jetzt heißt das halt einfach, ja, so ein bisschen die Pace finden. Vielleicht scheidet noch der ein oder andere aus. Vielleicht gibt es noch einen Safety Car, dann könnten wir wirklich vieles nochmal ändern. Aber natürlich, der Startplatz war heute wirklich ein riesen Genickbruch. Jetzt kommt Daruvala hier wieder angeschossen. Wir sind in Runde Nummer 11. Ja, Lance Stroll, der fährt da unaufhaltsam davon. Und auch die Alpine-Jungs, die scheinen da wirklich ein sehr, sehr gutes Auto entwickelt zu haben. Pierre Gasly und auch Esteban Ocon, jetzt beide in den Punkten. Gegen die sind wir ja letzte Season so ein bisschen gefahren. Aber das ist jetzt zu diesem Stand undenkbar. Vielleicht ist in Australien mehr drinnen, vielleicht liegt uns die Strecke ein bisschen mehr, aber auch Monaco könnte natürlich cool werden. Ich freue mich trotzdem auf den gesamten Kalender. 16 Rennen werden es sein. Abonniert gern kostenlos, falls ihr es nicht habt. Und wir müssen jetzt uns hier mal ein bisschen auf Daruvala konzentrieren, der erneut Thierry Prouchet im Schlepptau hat. Wir verteidigen hier so ein bisschen innen und jetzt kommt an der Außenseite der Prouchet. Und ich weiß auch nicht genau, wo es die Berührung mit Daruvala gab. Aber da können wir gerade noch so vorne halten und können auch das DRS mitnehmen. Jetzt sind wir erneut in der letzten Kurve, Runde 13. Beide Piloten hinter mir. 7/10, die sind fast auf Augenhöhe. Was bedeutet für uns natürlich, dass auch die im Fight drinnen sind. Jetzt gehen wir in den Mittelsektor rein, 1,1 Sekunden, das erste Mal in diesem Rennen, dass ich mal ein bisschen geschafft habe, mir so ein, ja sagen wir mal, ein kleines Durchschnauffenster zu generieren, weil die beiden da hinten im permanenten Fight sind, haben natürlich auch jetzt die Konkurrenz aufgeholt und die haben so ein bisschen die Probleme jetzt. Come on, es reicht tatsächlich, dass er in das fucking DRS-Fenster kommt, Daruvala einfach so eine Rakete auf der Geraden, also das ist tatsächlich so kacke. Wir gucken hier mal in die Replays rein. Das ist die 11. Runde. Und ja, wir sind hier natürlich ganz knapp vor Daruvala rausgekommen. Aber das ist halt heute auch nicht unbedingt gerade das Rennen, das ich mir erwartet habe. Wir sind in der 13. Runde. Ja, gut. Das war nicht so sauber. Aber ich glaube, das trifft auf das ganze heutige Rennen zu. Ich überschätze das Auto, ich unterschätze die Konkurrenz und ich bin einfach am Struggle. Das Hole-Rennen. Also wirklich, das ist so ein beschissenes Gefühl, wenn du ein Auto hast, das wirklich eigentlich nichts kann, aber du mehr rausquetschen willst. Nico Hülkenberg fährt auch hinterm Williams nach. Das ist einfach nur traurig. Ich hätte wirklich gerne mal ein Auto gehabt. Wir sind erst in der zweiten Season, das ist klar. Aber natürlich beginnt auch so ein bisschen, so diese negative Sache, diese, Verzweiflung, würde ich es fast sagen. Alex Albon ist jetzt ganz knapp hinter uns. Perez gewinnt auch hier den Grand Prix und ist jetzt tatsächlich Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft. Doppelsieg erneut für das Red Bull Team. Die machen da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und wir übernehmen hier oder beenden das Rennen auf dem 12. Platz. Leider keinen Punkt heute. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir fahren noch immer noch im schlechtesten Auto und ich hoffe, dass das nächste Rennen sauberer, aber vor allem auch etwas, sagen wir mal, dass wir da konkurrenzfähiger sind. Gehen wir mal zur Siegerehrung. Und Sergio Perez überquert die Ziellinie und holt sich den Sieg. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten?
Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Hier haben wir also nun das Final Klassement. Zwei Plätze hätten gefehlt. Ich meine, ich bin eigentlich stolz. Ich meine, von P21 haben wir 9 Plätze gut gemacht. Wären wir 1-2 Plätze weiter vorne gestartet, wäre, glaube ich, auch Stroll drin gewesen. Aber dann wäre es schon knapp gewesen. 4 Punkte haben wir also noch vom ersten Rennen übrig und sind auch noch in der guten, sagen wir mal, Verfassung. Wir sind in Schlagdistanz zum 6. Platz. Und Halleluja, was ist bei Ferrari los? Die sind einfach mal so abgerutscht und haben nur 4 Punkte mehr als wir. Mein Teamkollege hat sogar 2 Piloten hinter sich gelassen. Da bin ich auch stolz drauf. Und ich hoffe, dass es morgen oder übermorgen hier weitergehen und vor allem auch besser weitergehen wird. Nico Hülkenberg, noch konnte sein Potenzial nicht zeigen. Aber ich hoffe, dass sich das in den nächsten paar Rennen ändern wird. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich wirklich gern freuen, dass ihr uns auch hier verfolgt. Ich meine, auch nichts geschafft. Das ist bitter. Das ist echt bitter, dass wir kein Ziel geschafft haben, wobei das wirklich so viel Geld bringen würde. Aber wie gesagt, wir werden weiterarbeiten. Ich glaube auch wirklich, dass Australien oder auch eher diese Highspeed-Strecken uns eher liegen. Wir haben den schnellsten Antrieb. Wir sind so ein Williams-Verschnitt. Und Mann, was soll die Scheiße? Ich bin nie gegen einen dieser Dudes gefahren. Ich glaube, am possibilsten ist dann doch Charles Leclerc. Ich meine, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Nein, das ist, glaube ich, unschaffbar. Dann müssen wir Charles Leclerc nehmen, obwohl der auch ein verdammt schnelles Auto hat. Der Haas sieht gut aus und auch die Fahrerpaarung sieht verdammt stark aus. Also mit Thierry Pouchet einen Neuling und mit Charles Leclerc hat man sich wirklich eine tolle Kombi geleistet, die auch in der Konstrukteurs-WM schon 6 Punkte einfahren hat können. Ich bin wirklich mega gespannt. Hier gehen wir mal ins Chassis und da ja, springen wir zwar, wir hängen ein bisschen hinterher. Ich hoffe, dass sich das wirklich auch die nächsten Rennen ändern wird. Und ja, wir wissen ja, wie die Leute uns schreibt, gerne wenn es einen Tipp gibt. Bis zum nächsten Mal, ciao.